Bonjour und willkommen zurück auf der Mainline-Karte bzw. auf der Highland-Mainline-Karte hier in Transport Fever 2. Ich bin Trains and Play und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir gucken gerade hier diesem Zug noch bei der Ausfahrt zu und dann würde ich sagen, können wir mal hier weitermachen. Wir sind hier stehen geblieben in Talon. Ich habe noch in der Zwischenzeit im Off einen Zug gemacht, nämlich der praktisch von, jetzt überlege ich gerade, von wo nach wo fährt er denn? Ist das hier dieser Güterzug? Ich glaube, das ist dieser Güterzug. Genau, der Güterzug, der hier vorne Waren und Treibstoff für Groß Niedesheim bringt. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Stadt hier bereits dadurch gut angeschlossen ist. Heißt also, wir brauchen noch keine LKW. Was auch mittlerweile funktioniert tatsächlich, ist diese Linie hier vorne. Auch wenn hier jetzt gerade schon wieder nichts ist, aber hier wird auf jeden Fall was produziert. Also das klappt auf jeden Fall auch schon. Bestimmt ist der Zug einfach nur noch gerade unterwegs. Das ist der, glaube ich, auch schon. Nee, das ist ein anderer Zug. Okay, dann stellt sich die Frage, was wollen wir hier in dieser Folge machen? Wir haben ja immer noch ordentlich was anzuschließen. Wir können auch zum Beispiel hier noch die Städte beliefern. Hier vorne, Lückstedt braucht Baumaterial und Entschuldigung. Und Werkzeuge. Hier vorne brauchen wir Baumaterial und Nahrung. Auch das könnte man hier ganz gut mit einem Zug machen, ne, der hier praktisch hier so lang fährt. Das gefällt mir eigentlich von der Idee her ganz gut. Wir können zwar den Bahnhof nicht erweitern, aber wir könnten hier irgendwie doch versuchen, einen Bahnhof hier reinzupacken. Vielleicht sogar einen Kopfbahnhof. Wir kriegen den leider nicht in gebogen. Weil der wird theoretisch, glaube ich, hier sogar drunter noch passen. So. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber es geht eigentlich. Hier noch eine Straße. Nehmen wir mal die hier. Und hier wird eh noch, hier werden die Gleise irgendwann in die Richtung noch rausgezogen. Ja, doch, das können wir so machen. Und dann stellt sich die Frage, in die Gleise rein. Ich glaube nicht, ne? Sondern direkt hier irgendwie raus. Was ist das für eine Bahnhofsansage? Die hört man aber noch weit. Ja, und dann irgendwie, ja, hier raus. Gibt's hier, was macht dieser LKW hier? Okay, ein Transfer, der bringt einfach alles von rechts nach links rüber. Die Linie hat mal Plus gemacht. Wir haben zu viel hier. Wir könnten dieser Linie, dieser LKW-Linie helfen, Plus zu machen, indem wir jetzt praktisch diesen Zug hier reinschicken, sodass der jetzt auch noch mehr zu tun hat, als einfach nur hier die Steine hin und her zu fahren. Und zwar könnten wir in diese Gleise hier reingehen. So. Und zwar, ja, bergauf, bound. Jawohl, da kommen wir auch schon wieder raus. Ist das die Richtung? Ja, da wollen wir grob hin. Das gefällt mir. Na, das ist ein bisschen zu breit. Nehmen wir das hier. Na, nehmen wir das hier. So. Hier vielleicht geradeaus. Dann mit einer Brücke drüber. Ja, das sieht doch schön aus. Und zwar vielleicht mit der hier. Jawohl. Das gefällt mir ganz gut.
Und jetzt brauchen wir aber die entsprechenden Pfeiler. Ich glaube, das sind die hier. Ich kann mich aber auch täuschen. Zweigleisig Stone Grey vielleicht. So. So. Und dann, ja, im Grunde genommen. So. Ja, haben wir ein ordentliches Fundament. Ja, ich glaube, das geht. Okay, dann einmal hier vermutlich geradeaus durch den Berg. Ja. Mhm. Hier willst du aber auch aufschütten. Warum denn? So. Oh, schaffen wir es überhaupt, die Höhe anzubauen? Bauen wir mal von der Richtung aus kommt. Da ist das Gleis. So. Und jetzt verbinden wir es einfach mal und gucken, was passiert. Ewig lange Brücke. Finde ich nicht so gut. Dann sind wir hier mit dem Gleis. Und gehen mal hier eingleisig rein. Dann nehmen wir einmal hier das Terra-Tool und machen mal die Strecke ein wenig schöner. So. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Gleise. Haben wir schon Signale? Was seid ihr? BVG-Signale. Na, passt nicht so ganz. So. Da lasse ich es. Und hier brauchen wir noch eine Weiche. So. Dann einmal von dem Bahnhof. Darunter. Das funktioniert nicht zweigleisig. Warum nicht? Jetzt funktioniert es zweigleisig. Okay, das ist Lebensmittelbaumaterial Heslingen. Stellt sich die Frage, haben wir hier ein Depot irgendwo? Hier schon mal nicht. Gehen in das rechte Gleis rein. Wenn wir hier eine Weiche machen, dann passt das. Jawohl. Und dann müssen wir hier das rechte Depot nehmen. Dafür nehmen wir halt wieder ein Elektro. Und nehmen mal hier die ÖBB 10. 14 ist Snares, das ist glaube ich eher Personenzug, ne? Hector Rail 243. Ja. Cargo.
Lebensmittel und Baumaterial brauchen wir. Kann jemand beides? Lebensmittel, Baumaterial, ja. Ist gebongt. So, nehmen wir noch einen hier von denen. Lebensmittel, Baumaterial, Hieslingen. Sehr schön. Auch sehr schöne Wagen. So, ein langes Depot. Okay, so, dann müssen wir gucken, dass hier in Hieslingen das Ganze auch irgendwie angeschlossen ist. Wir haben einen Zugang hierhin. Schauen wir mal, wo die das Zeugs haben wollen. Das Zeugs, man kennt es. Okay, also die Lebensmittel, ja gut, eher da vorne. Ja, wir machen LKW. Da kommt das Baumaterial hin und da kommen die Lebensmittel hin. Können wir das? Ne, schade. So, von hier nach. Wir haben hier gar keinen LKW-Port. Nehmen wir die hier. Das sieht aber nicht gut aus. Ach, das gefällt mir aber gar nicht. Ja, es geht. Okay, nach dahin, das ist dann Lebensmittel, LKW, Hieslingen. Und von hier nach da ist dann LKW, Hieslingen. Habe ich falsch geschrieben, ist mir egal. So, wir brauchen LKW, die Lebensmittel transportieren. Ich muss ein paar LKW-Mods laden. Das reicht eigentlich schon. Lebensmittel-LKW und jetzt... Baumaterial-LKW. Da ist auch schon der Zug angekommen. Natürlich komplett leer. So, hier stehen ein paar Leute an der Bushaltestelle. Das ist doch schon mal was. 24. Wie sieht es mit dem Bahnhof aus? Eher nicht so.
Wie sieht's mit dem Bus aus? Hey, der macht Plus. Das ist ein schönes Örtchen hier. Mit der Industrie direkt am Wasser. Was will man mehr? Okay. Ob die hier noch weiter expandieren? Bestimmt. Dann machen wir dem mal ein bisschen hier die Küste schön. Tja. Sieht ja hässlich aus. So. Wir könnten ja theoretisch hier einfach mal die Straße noch ein bisschen weiterführen. Ups. Nee, das wollte ich nicht. Können jetzt einfach mal hier. Nehmen wir erstmal noch die städtische Straße. Nehmen wir mal die hier. So, und ab hier können wir dann vielleicht die ländliche Straße nehmen und führen die wohin? Hier ist halt nichts, ne? Da sind Straßen. Oder halt hier. Joa, das wäre doch was. Einmal praktisch. Oder einmal hier so oben entlang. Oder schlagen wir doch den Pass durch. Oh, machen wir es lieber so. Genau, jetzt haben die beiden Städte auch eine direkte Anbindung via Straße. Denn der Zug, der fährt ja. Ja, der fährt auf der anderen Seite des Sees. Ja. Aber gut, jetzt haben die beides. Das ist doch schon mal was. Okay. Dann sind wir hier mit Hiesling eigentlich erstmal fertig. Soweit. Und können mal weiter gucken. Können wir schauen, ob hier überhaupt irgendwas liegt. Hier liegt jetzt gar nichts mehr. Ich verkaufe ein, zwei LKW. So. Okay, so. Mal kurz überlegen, ob es hier noch irgendwas gibt, was man noch machen könnte, sinnvollerweise, aber eigentlich fällt mir da nichts ein. Ja, also eigentlich müsste das auch klappen mit dem Transfer, denn die LKW können das nicht. Fahrzeugverwalten, hier diese Pepsi-Teile. Die können, glaube ich, alles transportieren, oder? Wo sind da? Die hier. Ja, alle Güter. Sind die das? Ikea? Ja, doch, ja. Genau. Die können alle Güter transportieren. Heißt also, eigentlich müsste das funktionieren. Okay. Die Straße könnte man auch noch irgendwie hier so rausführen mit einer Brücke oder auch in die Richtung, ne? Das wäre noch eine Idee. Könnte man. Das ist ein zukünftiges Projekt. Okay, überlegen wir mal weiter, was es noch zu machen gäbe und gibt. Groß-Niedersheim ist angeschlossen an den Zugverkehr und an den Güterverkehr. Die kriegen auch ihre Sachen. Ja, noch gar nichts kriegen die. Sehr schön. Das funktioniert schon mal nicht. Hier, die bekommen noch nichts. Das könnte man machen. Oder wir schließen weitere Industrien an. Wie sieht es eigentlich mit den Industrien hier aus? Wir haben ja ein wenig Kunststoff, das ist schon mal gut. Hier ist ein bisschen, ja, aber auch nur wirklich ein bisschen. Da ist die Mainline. Die macht weiterhin Plus. Der macht auch ein bisschen Plus. Nicht schlecht. Und das, obwohl nur so wenig hier rumliegt. Das gefällt mir. Eigentlich könnte er auf dem Rückweg hier auch halten. Er gibt zwar nicht so viel Sinn für die Linie an sich,
Aber der könnte ja theoretisch. Naja, wobei, ne. Lass mal so, wie es ist. Hier rechts haben wir ein paar Industrien und so, die noch nicht angeschlossen sind. Wir könnten zum Beispiel einen Ölzug machen. Ja, wir nehmen eins. Wir legen hier praktisch irgendwie Gleise hin. Nehmen dann einen Zug, der hier und hier hält. Und das Ganze dann hier zur Güterzentrale runterschleppt. Und auf den gleichen Gleisen nehmen wir ebenfalls einen Zug, der Steine, Baumaterial und Eisen transportieren kann. Und der nimmt dann praktisch das mit. Oder? Doch, ja. Machen wir so. Gebäude. Schüttgut-Verladestation. Eisenerz. Länge 3,20. Oberleitung machen wir jetzt mal ja, auch wenn es nicht so viel Sinn ergibt. Durchfahrgleise brauchen wir hier, glaube ich, wirklich nicht. Ja. So, die Frage ist, den Bahnhof hier wohin? Gucken wir erstmal, wie wir das mit den Straßen machen. Jawohl, hier haben wir Tentakeln. Das ist schon mal ganz gut. Eigentlich würde ich dann ganz gerne den Bahnhof zweigleisig gerne so hier hinstellen. Und hätten ihn minimal nach links neigen können. Das ist auch egal. Und dann der hier so hin. Und hier könnten wir eigentlich mit LKW arbeiten. Da müssen wir nicht hier extra noch einen Bahnhof hinstellen. Das wäre irgendwie Käse. Gleise. So. Zack. Und eigentlich können wir hier eingleisig werden. Ich glaube, für den Abschnitt brauchen wir keine Zweigleisigkeit. So. Und dann einmal von hier zum nächsten Bahnhof. So, und einmal in den Bahnhof rein. Nehmen wir mal ein paar Gütergebäude. So. Eine Straße. Dann hier einmal ein LKW-Port und hier oben hätte ich auch gerne eins. So. Dann ist das hier von hier nach da
Stein, Baumatte, Baumaterial, ML, Talon zu bringen. Ja. Schwieriger Name. Ich weiß. Gebäude, ein Depot. Vielleicht hier unten beim Bahnhof. Dann können wir hier schon mal die LKW eigentlich kaufen. Ich glaube, ein LKW reicht auch vollkommen aus, aber nehmen wir ruhig einen zweiten. Die fahren natürlich jetzt erstmal leer und so. Hätte ich auch später kaufen können, ich weiß, aber ja. So, am besten würde ich sagen, einmal hier folgen, weiß ich nicht. Die Frage ist, wo wollen wir rein? Kommen wir hier in dieses Tunnel rein? Das wäre nicht schlecht, ne? So rausgehe, kann mir egal, ups, mir ja egal sein, wie das im Tunnel aussieht. So, und dann muss ich wohin? Irgendwo darüber. Oh. Lange, lange Tunnelfahrt. Lässt sich leider nicht vermeiden. Den Berg wegfräsen, das ergibt natürlich keinen Sinn. Hier so eine Scharte hinein. Und hier werden wir dann zweigleisig. So. Passt das soweit? Jawohl. Nee, passt nicht. Los, Autosave. Los, mach schneller. Ich wollte ihn eigentlich mal abgestellt haben, ne? Das zweite Gleis mitnehmen. Okay. Oder nehmen wir einen Zug, der alles kann? Nee, das wäre doof irgendwie, weil der dann vielleicht irgendwie ganz, ganz viel Öl mitnehmen würde und dann sonst nichts, ne? Also einmal von hier nach da. Nach dorthin. Genau, geht auch in das Gleis rein, in das es rein soll. Signale wären nicht schlecht. Wo sind wir zweigleisig geworden? Hier. So, hier brauchen wir keine Weiche. Hier endet ja kein Zug. Na, ja. Oder? Ne, Moment. Das stimmt nicht. Hier endet. Ne, gar nicht. Den Zug will ich weiterfahren lassen bis da hinten. So. Wegnehmen. Ne, Moment.
Hier fehlt eine Weiche. So. So, du und die 1. Genau, und jetzt bist du zweigleisig. So, und dann brauchen wir noch eine Linie, die praktisch von hier, also die nimmt hier praktisch das Erz auf, fährt dann, ja, hält dann hier, ja doch, ja, zur Güterzentrale und hält er dann nochmal hier. Kann er eigentlich machen, um die Steine abzuliefern? Doch, ja. Okay. Dann würde ich sagen, kann ich hier eigentlich ein Depot hin? So. Und zwar, hier kommt dann der Zug jetzt für die... Ja, doch, beide Züge können wir hier verkaufen, ne? Doch, ja. Oder? Moment, hier stimmt doch irgendwas nicht. Hier stimmt irgendwas nicht. Du fährst falsch. Warum fährst du falsch? Du sollst, nachdem du... Moment mal, du fährst hier los. Jawohl. Hier ist okay. Hier musst du in das andere Gleis rein. Und zwar... Ach so, Moment. Ach, hier kann da. Ah. So. Irgendwo fehlt, glaube ich, eine Weiche. Ne, jetzt fährt er hier schon mal rechts. Und dann soll er, nachdem er in der Güterzentrale war. Niedersheim Abzweigung ist dann hier und bevor er da einfährt. Jawohl. Ja, jetzt passt das. So. Linie 1 ist die Linie, die nur Rohöl transportieren muss. Rohöl hätte ich gerne. Die auch noch. Und den auch noch. Linie 1 war das. Und Linie 2 machen wir mal einen Diesel. Muss was können? Erz, Steine und Baumaterial. Erz, Stein und Baumaterial. Erz, Steine, Baumaterial. Könnt ihr das auch? Nicht ganz, aber immerhin.
Okay. Linie 1 ist dann Rohöl ML Talon und Linie 2 ist Baumaterial Erz ML Talon. Richtig guter Sound. Und hier dieselt die Nutmüller. Jawohl, hier wird auch schon was produziert. Hier auch? Nö. Hier kann noch nichts sein, weil hier noch keine Steine angekommen sind. Okay, was mir nicht gefällt, ist, dass die Straße hier mitten im Nirgendwo endet. Können wir ein bisschen hier weiterführen. Und da rein. Genau, jetzt haben wir noch ein bisschen was für die Infrastruktur getan. Hier noch eine Brücke. Jo. Okay, hier liegt auch schon etwas Rohöl, das ist doch sehr gut. Hier jetzt auch sehr schön. Hier liegen immer noch nur Steine. Okay, der Zug kriegt auch noch nichts. Okay. Kriegt ihr mittlerweile was? Nö. Hier kommt auch nicht wirklich was an. Die haben aber einen schönen Ort hier, Clifton. Okay, was fehlt uns denn prinzipiell in diesem Gebiet eigentlich noch? Hier ist jetzt alles angeschlossen. Hier haben wir noch ein bisschen was. Hier den Wald, den würde ich gerne auf jeden Fall noch anschließen. Ah, Hawkridge hier oben, komplett vergessen. Was, ach, machen wir das zum Schluss der Folge? Ein Bus von Hawkridge nach Talon. Gebäude. So. Nehmen wir mal die kleine Bushaltestelle hier im Stadtzentrum irgendwo. Da. Und da gibt es schon Bushaltestellen. Also einmal von hier nach da. Bus. Hawk. Ridge. Tab. So. Noch ein Bus dazu. Gerne irgendwas Überlandmäßiges.
Hier, so ein Setra, Eurolines. Das freut natürlich die Leute hier in Hawkridge. Geben wir den, spendieren wir denen noch gute Straßen und dann wär's das für heute. Straßen. So, einmal zack. Und zack. Und die Straße, okay, den nicht. Wenn wir schon dabei sind, die Straße auch. Okay, klappt auch nicht. Dann die Straße vielleicht, klappt auch nicht. Aber die hier. So. Diese Dreckwege, das bringt ja irgendwie nichts. Sehr schön. Da liegen ein paar Fässer. Sehr gut. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Alles Gute. Alles Liebe.